Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir wollen hier jetzt mit Jesper zusammen irgendwo hin, irgendwo durch, irgendwie was suchen. Er schleicht selber nicht, okay. Was haben wir vor? Ich habe zum Glück gerade noch gespeichert. Hier können wir nun als Experte rein. Interessante Musik auf jeden Fall. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hin muss. Ist hier das Wort der Toten finden. Benötigt einen Schlüssel. Hier auf. Boah, ich wünschte, ich könnte genauso gut Piano spielen oder Klavier oder so. Wir haben hier... Hier ist offen. Das sieht mir nach seinem Arbeitszimmer aus. Hier könnten wir fündig werden. Sehen wir uns mal um. Ja, ich habe hier schon mal eine Tour. Direkt durchgebrochen. Die Seite ist schon mal falsch. Okay, noch ein bisschen. So. Lehrbuch plus 2 Lernpunkte. Nice. Lassen wir. Wo haben wir das Lehrbuch? So, 2 Lernpunkte nochmal. Nice. Ein Bett suchen, um zu rasten. Machen wir. Eine Eispranke. Mana-Trank. Was hat er hier? Leere Pergamente. Ein Brief. Geschätzter Freund, welch eine Freude, wieder von dir zu hören. Ich will dich nicht anlügen. Meine Hoffnung hält sich in Grenzen. Anfangs erschienen die Entwicklungen auf Nerim sehr vielversprechend, aber nun bewegt sich doch alles wieder in seinen gewohnten Bahnen. Auch du, mein Freund, bereitest mir Sorge. Ich kenne dich als Mann großer Charakterstärke, aber die Worte deines letzten Briefes machen mir Sorgen. Vergiss nicht, was mich damals zum Scheitern verurteilt hat. Stolz war mein Fall. Lass es nicht der deine sein. In brüderlicher Liebe, Gaius. Nimm den mal mit. Rezept Chimicum Frostklauen. Nehme ich auch mal mit. Lesen alchemistische Aufbereitung der Kristallquelle. Nehmen wir mit. Part 3, die Götter. Der verlorene Brigand haben wir schon, glaube ich. Hier nochmal. Ein paar der Bücher in den Regalen sehen seltsam aus. Das solltest du dir mal ansehen. Der Aufstieg und Fall Azathorons. Nichts geschieht. Mein Leben bei den Skarrak. Alchemistische Aufbereitung der Kristallquelle. Warte, mein Fall. Nehme ich auch mal mit. Nehme ich mal mit. Haben wir. Warte mal. Mein
Fall und hier Stolz. Lehrbuch Lichtmagie-Geselle nehmen wir mit. Salz. Gibt's hier noch mehr Bücher? Mein Fall war Stolz und dann die Kette. Stolz war mein Fall. Gibt's hier noch ein Buch? Mein Stolz war Fall. Vielleicht so? Vielleicht als Frage, war Stolz mein Fall? Auch nicht. Mein Stolz war... Vielleicht nochmal mein. Und dann Fall. Ah! Ich kann mich nicht bewegen. Jesper? Oh. Groschen? Jesper? Ich habe ein ungutes Gefühl hier jetzt. Nach Anwesen des alten Mannes, Sanktum. Da oben hängt die Mutter der Nacht. Ihr hört ein einrastendes Geräusch. Ihr hört ein Klicken. Die Plattform unter euch scheint locker zu sein und zu schwanken. Was wollt ihr tun? Interagieren Frau im Wasser. Ihr spürt ein seltsames Kribbeln im Bauch, als ihr die Frau im Wasser anseht. Sie wirkt bewusst. Was? Hm? Gaius, was ist? Warum wächst du mich? Sind wir angekommen? Ich wollte nach dir sehen. Aber mach dir keine Sorgen.
Ich schaffe das schon irgendwie. All die Jahre. Es tut mir leid, dass du so viel ertragen musst. Immer wieder dasselbe Spiel. Ich kann mir nur ausmalen, wie schwer das für dich sein muss. Aber weißt du was? Ich glaube an den Traum nach wie vor. Es hat gespeichert. Hier. Es hat gespeichert. Was passiert, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Okay. Was zur Hölle ist das denn? Das Wort der Toten, das muss es sein. Ihr spürt ein Kribbeln, als ihr eure Hand der Schatulle nähert. Komme ich hier auch wieder zurück irgendwie? Muss ich irgendwas machen? Anscheinend kann ich das ja nicht einfach so wie zu nah an den Stein hier kommen. Was muss ich jetzt machen? Ach, hier passiert nichts. An den Stein, okay. Kein Arkanistenfieber. Ja, immerhin dann. Ist dann wenigstens eine positive Sache. Und jetzt sterbe ich hier, weil das einfach nur nicht angezeigt wird mit einem Arkanistenfieber. Aber was muss ich machen? Kann man irgendwas an Nippeln da von der Figur machen? Ist da irgendwo ein Hebel? Denn die sind verdammt groß. Was kann ich machen? Was muss ich machen? Vor allem, wie können die Palmen hier wachsen, bitte? So. Miriales Zauber anwenden, um den Pyrea herbeiholen. Was war denn das Zauber? Pyrea herbei teleportieren? Das Wort der Toten öffnen. Ihr spürt ein Kribbeln, als ihr eure Hand auf die Schatulle legt. Die Schatulle öffnen. Ich bin tot. Ich bin als Geist unterwegs. Nice. Und jetzt?
Der Prior, ich bin in seinen Erinnerungen. Ja, dann bringt mir die Fackel jetzt nichts. Wer? Oh, beim höchsten Wesen, du? Ich dachte, du wärst tot. Ja, Karl. Er hat uns verraten. Sie sind alle tot. Was? Ja. Aber das ist jetzt egal. Wir müssen fliehen. Seine Armeen, sie sind wie besessen. Du hättest es sehen müssen. Sie töten einfach alles und jeden. Wie wilde Tiere. Was ist mit Liliana? Geht es ihr gut? Ja, sie schläft, aber wohin sollen wir denn gehen? Jetzt komm erst mal rein. Unser Bruder, er ist auch da. Er kam gestern Nacht. Unser Bruder? Ich kann mich nicht bewegen. Ach. Kuma! Ich dachte, er wäre im Norden. Ja, aber als er von der Belagerung erfahren hat, ist er zurückgeritten. Er will bei der Verteidigung helfen. Er wird wütend sein, wenn er erfährt, dass du geflohen bist. Zu bleiben wäre Selbstmord gewesen. Er wird es verstehen. Ich kann nichts tun. Ich steck jetzt an... Ich stecke jetzt hier am Türrahmen fest. Ich kann nichts machen. Kuma, unser... Warum bist du hier? Der Schatzmeister hat uns verraten. Und Jakals Truppen massakrieren die ganze Stadt. Du hättest es sehen müssen. Wir... Das weiß ich. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Warum bist du hier? Warum sollte ich nicht hier sein? Diese Hohen haben gesiegt, verdammt! Sie haben gesiegt. Und diese verfluchte Läuterung, was auch immer das sein mag, wird passieren. Und weißt du was? Es ist mir egal. Wenn es nur die kleinste Chance gibt, das Ganze hier zu überleben, dann werde ich sie nutzen. Anders als du habe ich nämlich jemand, um den ich mich sorgen muss. Hoffen wir, dass sie nicht nach ihrem Vater kommt. Deine Feigheit widert mich an, Bruder. Du hast nie verstanden, was es bedeutet, ein Ishian zu sein. Ishian? Ich wusste, dass er so reagieren würde. Er ist solch ein Starrkopf. Für ihn gibt es nichts außer seine verdammte Ehre. Zumindest seit er Jalek verloren hat. Er wird nicht zulassen, dass wir fliehen. Zumindest du nicht. Er wird darauf bestehen, dass du deinen Eid hältst und kämpfst. Bis zum Tod. Ich werde mit ihm reden. Wir schaffen das, Schwester. Irgendwie. Ja, natürlich. Es gibt noch etwas Eintopf. Ich werde dir eine Schüssel vorbereiten. Geh du und sieh nach der Kleinen, in Ordnung? Sie schläft, aber heute war sie krank vor Sorge. Ich glaube, sie versteht langsam, was hier passiert. Die Erinnerung des Prayers nach Glyphenschriftrollen. Die suchen. Kann ich hier Licht machen? Ja. Moment. Zura ist die Schwester. Und dieser Pyrea, den wir hier... Der schon wieder. Kurma ist ja der Bruder. Und... Hier sind die Runenpfeile. Liliana, ist das
eine Schwester? Ist das die kleine Schwester oder ist das das Kind? Leeres Pergament. Feder. Noch mehr leere Pergamente. Wo muss ich suchen? Wo genau befinde ich mich jetzt? Auch hier noch auf dem Anwesen? Warte mal. Ist das hier quasi das Anwesen in der Zeit der Pyräer? Und der alte Mann, dessen Anwesen wir sind, das hier? Und die Frau da, die da an der Decke hängt, die hat sich angehört, wie heißt die nochmal? Zura, glaube ich. Hier, da haben wir eine Barrikade, also so weit können wir nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen muss. Also die Pyräer hatten auch von der Läuterung gewusst. Dass da was auf sie zukommt. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich suchen muss. Ist das im Haus? Nach der Glyphenschriftrolle suchen. Also ich gehe mal von aus, dass es im Haus ist. So, wieder eine Fackel verloren. Ihr spürt ein starkes Verbundenheitsgefühl, als sie die Stirn des Mädchens berührt. Warte. Sie schläft, aber ihr Atem wirkt unruhig. Benötigt einen Schlüssel. Alter Helm. Oh, Schlüssel. Schriftrolle mit Glyphen. Das ist es. Ich muss mir die Glyphen einprägen.
Kumar, was? Wo willst du hin? Geh und hol Parek. Wir brechen auf. Aufbrechen? Aber du hast ihn doch gehört. Die Stadt ist... Du kommst gerade recht. Ich habe nachgedacht und beschlossen, dass ich meinen Bruder nicht als Deserteur sterben lasse. Wir reiten beim ersten Licht zur Stadt der 1000 Fluten und helfen bei der Verteidigung. Ich habe dir gesagt, dass das nicht passieren wird. Schwester und ich fliehen mit der Kleinen in den Norden. Und du kannst mitkommen oder gehen. Aber aufhalten wirst du uns nicht. Punkt. Punkt. Dank dem höchsten Wesen, dass wir Familie sind, Parek. Du... Tötet sie! Tötet sie alle! Kumar durchsuchen? Parek? Ich bin Parek? So. Zwei Feinde übrig. Da. Einer muss noch aufgehalten werden. Da. Ja, super. 8 Feinde übrig. So. Nehmen wir mal das Runenschild. Okay, die sind aber einfach. Ach, 3 sind noch übrig. Hast du die falschen Feinde ausgesucht, Mädel? Hey, ich dachte, ich bin Pakal. Jetzt gerade. Und er sagt Mädel. Einer ist noch übrig. Wo ist denn der eine? Ach, da unten. Jetzt komme ich hier nicht. Das war noch nicht alle. Noch nicht. Alter. 12 sind übrig. Yo. Ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier gerade nicht weg. Da war ihm... Hoppala. So, raus mit euch. Jetzt ergibt es aber auch Sinn, warum da Heilwürze gab. So. So, weg mit dir. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Mach die Tür zu. So. So, weg mit euch. So, Genesungstrank.
So, einmal schnell speichern. Noch nicht. 12 Feinde sind übrig. Vielleicht noch mal kurz. Noch mal so ein Ding. Die kommen ja jetzt erstmal nicht in die Hütte rein, ne? Da oben ist ein scheiß Magier. Jo, komm. So, 11 sind übrig. Ich muss den Magier loswerden da hinten. Ja, Karls Kampfmagier. So. Da ist irgendwo noch ein Kampfmagier. So, Genesungstrank. Alter. Ich muss den da loswerden. So, Arkan... warte mal. Jo. Ich hoffe, das war's jetzt mit denen. Null Feinde übrig. So, jetzt darf ich noch einmal den hier saufen. Alter! Ich habe eine Tochter und... Und? Gut geschlafen? Was? Wie bin ich hierher gekommen? Wie wohl? Ich habe euch hierher gebracht. Nachdem ihr euch in mein Allerheiligstes geschlichen und euren kleinen Ausflug in die Welt der Toten getätigt habt. Nun schaut nicht so. Es war von Anfang an meine Absicht, dass ihr zu euren Erkenntnissen gelangt. Ihr wusstet davon? Ich verstehe nicht. Nein, das tut ihr nicht. Weil ihr euch nicht traut, zu hinterfragen. Es ist schon seltsam, oder? Urplötzlich werdet ihr vom Gossenkind zur Hoffnung der Menschheit und könnt von einem Moment auf den anderen das, wofür andere Jahrzehnte der Übung benötigen. Und noch besser, ihr seid einer der Boten, der das Echo der Zukunft hören kann. Aber trotzdem... Ihr habt euch nie nach dem Warum gefragt. Also ich schon, nur mein Charakter hier im Game nicht. Ihr scheint die Antwort ja zu kennen. Stimmt, das tue ich. Aber wenn es eines gibt, was mich die Zeit gelehrt hat, dann, dass man manche Dinge selber begreifen muss. Man kann Menschen nicht zu Erkenntnissen zwingen. Das hat noch nie funktioniert. Und woher wisst ihr von all dem? Wer seid ihr wirklich? Ich bin...
Früher hätte ich euch darauf eine eindrucksvolle Antwort geben können, aber derzeit kann ich nicht sagen, was euch helfen würde. Sagen wir einfach, ich bin ein fleischloser Beobachter. In dieser Zeit kennt ihr mich vermutlich als den alten Mann. Es hieß, der alte Mann sei so alt wie der schwarze Wächter. Ganz so alt wirkt ihr nicht. Stimmt, das muss euch irritieren. Aber Zeitlosigkeit ist keine große Errungenschaft. Das werdet ihr selbst auch noch merken. Euer kryptisches Geschwafel beginnt mich zu langweilen. Sagt mir, was ihr wisst, oder ich werde euch dazu zwingen. Ein bisschen weniger Orakelei und ich könnte euch vielleicht folgen. Und, was beobachtet ihr? Den Zyklus? Unter anderem, ja. Okay, das haben wir auch schon. Ein bisschen weniger Orakelei und ich könnte euch vielleicht folgen. Glaubt mir, alles, was ich sage, ist wohl durchdacht. Aber leider hat es keinen Sinn, das Gespräch an dieser Stelle fortzuführen. Ihr habt das, wofür ihr gekommen seid, und der Rest liegt bei euch. Auch wenn ich bezweifle, dass ihr einen Unterschied machen könnt. Was soll das heißen, dass wir den Zyklus nicht aufhalten können? Doch, vielleicht könnt ihr das. Vielleicht, aber auch nicht, wie die meisten bislang. Aber das wird sich zeigen. Nun verzeiht. Was? Jesper suchen? Ach, Jesper. Du, aber was zum Henker war das denn? Wo ist das Haus hin? Das ist kompliziert zu erklären. Jesper von dem Gespräch mit dem alten Mann erzählt. Versuch es. Eine Erklärung ist besser als keine. Moment, warte mal. Wo ist das Haus hin? Aha. Das klingt skurril, gelinde gesagt. Nachdem du diesen Schacht runtergefahren bist, hat irgendjemand die Tür zum Arbeitsraum abgesperrt. Und egal, was ich versucht habe, das Schloss ließ sich nicht öffnen, bis ich schließlich Stunden später urplötzlich mit dem Gesicht im Matsch lag. Kein eleganter Auftritt, das steht fest. Aber all dem zum Trotz, die Glyphen, die du auf das Papier gezeichnet hast, sehen gut aus, zumindest für mich. Also war die Mission ein Erfolg. Ich wünschte nur, ich wäre unten dabei ge... Warte mal. Siehst du das? Sehe ich was? Eine Schatulle. Aber was ist das für ein Geräusch? Das ist das Wort der Toten. Das ist es? Aber dann hat der alte Mann es absichtlich zurückgelassen. Nenn mich voreilig, aber auf mich wirkt das, als ob dieser Kauz von Anfang an eine ganze Menge mehr als wir gewusst hat. Naja, wir sollten die Schatulle jedenfalls mitnehmen. Lass uns nach Ark zurückreisen und dem Großmeister Bericht erstatten. Die Hüter haben mir eine Teleportrolle gegeben, die uns direkt zurück in die Tempel führt. Was meinst du? Kommst du gleich mit? Geh schon einmal vor, ich will mich noch ein wenig umsehen. Wohlan denn? Dann sehen wir uns im Tempel. So. Warte mal. Stimmt, das Haus ist weg. Hier war der Eingang. Einfach weg. Oh, da haben wir was. Magisches Symbol, das nehmen wir mit. Was haben wir sonst hier?
Münzhaufen. 9 Groschen. Das sah ein bisschen mehr aus wie nur 9 Groschen. Und noch eine Eispranke. Aber echt, das Haus ist einfach weg. Okay, hatte Jesper mir jetzt auch so eine Schriftrolle gegeben? Teleport zum Sonnentempel. Als Sternfall bezeichnet ein Gelehrter den gigantischen Meteoriteneinschlag. Der Erzähl du, Arantial, was passiert ist und bring ihm die Schatulle. Ich hol mir nun erstmal meinen Lohn und dann brauche ich eine ordentliche Pfeife. Diese Puppen wollen mir nicht aus dem Kopf gehen. An irgendetwas erinnern sie mich, aber ich weiß nicht was. Okay, Sonnentempel Sanctum. Gut, sagen wir Arantial Bescheid. Wo war der Weg nochmal zu ihm? Hier nach oben, glaube ich. Schreitet wohl. Geht weiter. Warum sind die immer so angepisst auf mich? Ich hab da auch den nichts getan. Mann. So. Und hier wieder nach unten. Prophetin. Abkürzung. Theodor. Prophetin, hattet ihr Erfolg? Ja, aber es war anders als erwartet. Theodor von den Geschehnissen erzählt. Erzählt mir alles. Also wusste er von dem Zyklus. Das ist interessant und beunruhigend. Aber er weiß weitaus mehr, als er erzählt hat. Und er hat uns das Wort der Toten zurückgelassen, freiwillig. Ja, vielleicht ist das ein Versuch, uns zu helfen. Offen gegen unser Unterfangen ist er nicht, sonst hätte er euch nicht am Leben gelassen. Aber er weiß weitaus mehr, als er erzählt hat. Jede Wette, dass die Lichtgeborenen mehr über diesen Mann wussten, als sie mit uns teilten. Das erklärt auch, warum man ihn nie behelligt hat. Aber die Frage über seine wahre Identität sollten wir auf später verschieben. Was zählt, ist, dass ihr nun das Ritual kennt und das Wort der Toten habt. Bringt beides zu Erzmagister Merayil, damit wir den Siegelstein aktivieren können. Und eines noch. Wie nannten die Pyreer in eurer Erinnerung jene, die hinter all dem stecken? Die Hohen? Ja, sie scheinen wohl die zu sein, die wir beide in diesem Wachtraum gesehen haben und die die Läuterung erzwingen wollen. Dann hat der Feind jetzt einen Namen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr mit Merayil gesprochen habt. Pegast benötigt nach wie vor eure Hilfe. Okay, die Glyphenzeichnung zu Erzmagister Merayil bringen. Boah, ich habe gerade richtig Gänsehaut. Wegen der ganzen Story. Was? Nichts. Also ich will nichts von euch. Ich will nach oben. Hier noch nicht. Himmel, Arsch und Zwirn. Ihr klingt wie ein besoffener Dichter. Das soll Magie sein? Die Entropie ist eine gefährliche Schule, Messer. Ein falsches Wort und der Stein könnte in Flammen aufgehen. Vielleicht tut er das sogar freiwillig, wenn er noch länger eurem Gelalle zuhören muss. Euch Götterlämpchen, fehlt einfach verdammt nochmal der Pfeffer. Pfeffer?
Pfeffer? Magie braucht Bedachtheit, keinen Pfeffer. Sie ist wie ein kranker Frosch, wenn ihr ihn... Propheten, ihr seid zurück. Der Sonne sei Dank. Mit diesen Stümpern zusammenzuarbeiten, ist schwerer als einem Leoren komplexe Mathematik zu lehren. Der Strauchdieb hat mir schon von eurem Erfolg berichtet. Schöne Arbeit. Habt ihr die Glyphen bei euch? Ja, hier, aber der alte Mann scheint... Ja, gebt einfach her. Verstehe. Ja, das gibt Sinn. Zur Seite, ich zeig euch, wie das geht. Wo hast du das Ding jetzt her? Jarem Doruba Nobis. Lokarem Taris Danida. Sarak Lisham Ra. Beim rechten Weg. Spürt ihr dieses Kribbeln? Ja, das ist beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Sind das die Splitter? Wäre meine Vermutung. Laut den Schriften der Pyräer bieten die Splitter Schutz gegen den roten Wahnsinn, solange der Siegelstein leuchtet. Prophetin, ihr habt die Formel gefunden. Und wie führt ihr euch? Anders, irgendwie klarer. Sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass dieser Siegelstein für die Pyräer besser funktioniert hat als der Prototyp ihrer Maschine. Bübchen, geht und sagt dem Quartiermeister, dass bis heute Abend jeder Hüter, jede Hüterin und jeder von uns einen der Splitter tragen soll. Bübchen? Tisch ab. Also, ich finde das... Ja? Okay, den kann ich damit nicht weiter auf den Sack gehen. Was mit euch? Ist beschäftigt. Liam? Ist beschäftigt. Erzmagister? Ist beschäftigt. Soll ich jetzt abhauen oder wie? Yuslan Sharim? Den kenne ich aus dem Trailer. Yuslan. Okay. Mächtiger Seelenstein. So, da haben wir noch ein paar Waldelementare. Was ist jetzt meine Aufgabe? Einen der Siegelsteinscherben berühren. Habe ich doch. Muss ich nochmal laden? Lade nochmal. Vielleicht ist da irgendwas defekt. Vielleicht. Hier? Was? Ja. Ich mach das lieber einfach einmal normal. Weil da irgendwie es nicht aktualisiert wurde. Himmel, Arsch und Zwirn. Ihr klingt wie ein besoffener Dichter. Das soll Magie sein? Die Entropie ist eine gefährliche Schule, Messer. Ein falsches Wort und der Stein könnte in Flammen aufgehen. Vielleicht tut er das sogar freiwillig, wenn er noch länger eurem Gelalle zuhören muss. Götterlämmchen, fehlt einfach verdammt nochmal der Pfeffer. Pfeffer? Magie braucht Bedachtheit, keinen Pfeffer. Sie ist wie ein kranker Frosch, wenn ihr ihn... Propheten, ihr seid zurück. Der Sonne sei Dank. Mit diesen Stümpern zusammenzuarbeiten, ist schwerer als einem Leoren komplexe Mathematik zu lehren. Der Strauchdieb hat mir schon von eurem Erfolg berichtet. Schöne Arbeit. Habt ihr die Glyphen bei euch? Hier. Ja, gebt einfach her. Verstehe. Ja, das gibt Sinn. Zur Seite, ich zeig euch, wie das geht. Jarem Doruba Nobis. Was macht er dann gleich? Jarem Taris Danida. Ich beobachte das mal. Lisham Ra. Beim rechten Weg. Okay, der beobachtet nur. Dieses Kribbeln? Ja, das ist beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Sind das die Splitter?
wäre meine Vermutung. Laut den Schriften der Pyräer bieten die Splitter Schutz gegen den roten Wahnsinn, solange der Siegelstein leuchtet. Prophetin, ihr habt die Formel gefunden, also solltet ihr die Erste sein. Los, berührt eine der Scherben. So, Und wie fühlt ihr euch? Anders, ja. Sehr gut. Bübchen, geht und sagt dem Quartiermeister, dass bis heute Abend jeder Hüter, jede Hüterin und jeder von uns einen der Splitter tragen soll. Bübchen? Tisch ab. Also ich finde, dass... Tu, was er sagt, Liam. So werdet ihr euch keine Freunde machen, Funkenschlag. Wirklich nicht. Wenn ich Freunde wollte, würde ich sicherlich nicht hier danach suchen. Also noch einmal zu euch. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Der alte Arantial bat mich, euch das hier zu geben, damit ihr euch angemessen ausrüsten könnt. Und nun lasst euch von ihm in die nächste Mission einweihen. Lishari hat etwas aus der Erde geholt, das alles ändern könnte. Mal wieder. Okay. Nice. Ich investiere noch meine Lebensenergie, würde ich mal sagen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Thank you.